Was geht, meine lieben Zocker-Junkies? Euer Anubis wieder hier. Herzlich willkommen zu einer neuen F1 Waystars-Folge auf dem Sonntag mit der Zockermaschine. 2 Wochen lang hatten wir jetzt Pause. Erst er, weil er Geburtstag hatte. Und dann war ich für 10 Tage weg. Und ja, jetzt sind wir aber wieder da. Zwar ist bei mir noch nicht alles geregelt, sage ich mal, aber dazu werde ich noch ein Video bringen. Ja, und ich. Du auch? Ha! Ja, ich habe auch. Genau. Egal. Ja, wir sind ja nicht warm gespielt. Das können wir jetzt als Ausrede benutzen. Ja, so, Rakete. Haut ab. Soll ich mich erstmal jetzt lassen, vorne hin platzieren? Direkt 3 Fahrer erwischt und gebracht hat's mir gar nichts. Er stiehlt das Geschenk, okay, läuft. Aus irgendeinem Grund konnte ich aber durch die Bahn fahren. Danke dafür, Iblali. Tschö. Ah, das scheiß Safety Car hat mich schon wieder gerammt. Ich hab dich auch da reingerammt. So ganz leicht. Ah, der fährt daneben. Ne, aber ich, für alle, die es wissen wollen, nebenbei, F1 Waystars kommt bald in dem Sinne nicht mehr. Sobald bei Mario Kart Tour der Multiplayer freigeschaltet ist, dann wechseln wir nämlich darauf, weil erstens neue Strecken, neuer Inhalt. Ich denke mal, wir haben uns alle hier dran satt gesehen. Es ist ein gutes Game, wo mir nebenbei auch vorgeworfen wurde, es wäre, ich würde ja nur Mobile Games Let's Playen. Wo ich mir so denke, ja, der hat sich definitiv, diese Person hat sich definitiv meinen Content angeguckt. Beleidigt nebenbei meine Kinder, aber gut. Das zeigt dann bei 33.000 Abonnenten auf YouTube definitiv Größe. Sniper! Einer war ganz knapp gewesen, also jetzt wird er nicht getroffen, aber hier. Na, schade. So. Ich finde es aber irgendwo auch ein bisschen schade, dass F1 Waystars langsam bei uns zu Ende geht. Wir hatten viel Spaß mit dem Game. Und einige unvergessliche Momente. Ja! 2 Zentimeter vom Ziel, Maschine trifft mich mit der. Ach komm. Da hast du dich aber jetzt gerettet, mein Freund. Ja, aber ganz knapp. Egal, bringt dir nichts. Super. Erstmal zurückgesetzt. Nice. Ich bin aber mal gespannt, wie das dann wird mit Mario Kart Tour. Und das könnte auch spannend werden. Wie viele Leute wir überhaupt dazu animiert bekommen, dann mit uns einzusteigen, dass wir zwei nicht mehr hier die einzigen sind, die das hier betreiben. Ich glaube, bei Mario Kart Tour lassen sich wahrscheinlich mehr ein als bei F1 Raystars. Das könnte sein, aber wo ich schon zu. Ja, er fliegt durch meine blaue durch. Und die blaue, die rote, die dich kriegen soll, die fliegt dann in meine blaue rein, Alter Schwede. Das ist super. Das ist super für mich. Aber egal. Ne, ist nicht egal. Ja doch, schon. Dumm. Ja, ich habe auch jetzt die Abkürzung nicht gekriegt. Durchs nach hinten gucken. Ich hätte nicht nach hinten gucken dürfen. Ah, wieder das verkackte Safety Car. Bin ich froh, wenn ich das mal los bin. Schlimmer wie der blaue Panzer, ne?
Ja, wobei der blaue Panzer nicht so penetrant ist, wenn man den nicht so häufig kriegt. Wobei, ich brauche nicht sagen, ich Let's Play, ja, im Moment habe ich angefangen jetzt MK8 zu Let's Playen. Und da brauche ich nichts sagen, ich habe auch schon blaue Panzer abgekriegt. In den ersten zwei Parts. Weißt du, was mich letztens geärgert hat? Ich hatte bei Mario Kart Tour, hatte ich Party mit blauen Panzern. Ich habe keinen Screenshot hinbekommen, weißt du? So ärgerlich. Das ist echt ärgerlich. Ja, da stelle ich mir auf jeden Fall OP vor. Was ich auch krass finde, ist, wenn du die Rakete als Party hast. Alter, das ist dann nicht mehr einfach nur Rakete, sondern die feuert Raketen, die dann auf dich losgehen. Alter. Ja, moin. Ja, ich krieg sowas nicht. Ich bin meistens wieder ganz, ganz vorne mit dabei. Also, wie es bei mir Mario Kart auch gehört. Beziehungsweise generell bei mir Mario Kart, ja, dass ich vorne. Das war jetzt ein Fehler wieder. Ich hätte nicht nach hinten gucken dürfen. Plus, die rote hat mich zu weit nach hinten gesetzt. Amis. Egal, war eine witzige Runde. So, neue Runde, neues Glück. Zweites Rennen, neue Runde, neues Glück. In Singapur. Oh, und ich habe den Start verkackt. So, mal gucken, wie es jetzt wieder läuft. Also, es steht auf jeden Fall wieder 1-0. Wird die Siegesserie dann irgendwann reißen? Ja, die braucht nicht mehr zu reißen. Wir stehen kurz vor dem Ende. Ja, aber. Also, ich glaube, wenn wir jetzt alle zusammenzählen würden, die ganzen Folgen. Bei jedem, wo man mal aufgenommen hat. Ich glaube, da habe ich die meisten Siege wirklich. Ja, das auf jeden Fall. Du bist weit vorne. Auch wenn es immer. Das sieht er mir im letzten Moment das Geschenk. Auch wenn es sehr oft zwischen und sehr, sehr knapp war. Ja, als ob das Safety Car dich gerade gerettet hat. Mein Impuls ist aber auch nicht richtig losgegangen. Wir kommen auf den hinteren Platz direkt hinter mir, was wollen Sie? Safety Car ist aber auch sehr lange jetzt, ne? Also mal ganz ehrlich. Ich mich schon, ja. Warte, das hat. Na, oh doch, hat noch funktioniert. Ja, gut. Ganz knapp noch. Ja. Das hat uns jetzt fast die halbe Strecke begleitet. Ja, ist egal. Das war ein guter Sniper-Schuss. Weißt du, und genau dann, als es mich getroffen hat, habe ich den Impuls bekommen. Das ist so gut. OMG, wie knapp! Nein! Die eigene Gelbe, Alter! Okay. Ich hab's gesehen. Aber noch nicht zu früh, Freunde. Es kann noch einiges passieren. Gelbe auch ganz schön knapp an mir dran. Was will ich jetzt mit Ballons? Weiß ich nicht. Ich hatte gehofft, dass ich eine rote bekomme oder so, wenn ich jetzt die gelbe verschieße, aber nein. Ballons, Alter. Ach, lächerlich. Ach, ganz knapp an dir vorbei. Oh nein, der Regen. Das ist echt blöd. Nee. Er kriegt dich nicht. Das ist doch nicht zu glauben, Alter. Wie kann man so viel Lack haben?
So, drittes Rennen. Und dann bin ich jetzt mal gespannt, ob ich Maschine schlagen kann. So. Na, ich sag ja schon mal, Sieg ist für dich jetzt nicht mehr drinne. Ist egal. Ist nur noch der Ausgleich, wenn dann. Das würde mir ja fürs Erste so gesehen erstmal reichen, dir den Sieg streitig zu machen. Also den Punktesieg. Wieso habe ich denn jetzt kein Geschenk bekommen? Läuft. Schon wieder kein Geschenk? Was? Läuft. Ich glaube, die Geschenke mögen dich heute nicht. Nee, irgendwie ist da. Ich glaube, das Spiel hasst mich, weil ich so lange abstinent war. 10 Tage war zu viel. Anscheinend schon. Ah, endlich mal wieder ein Geschenk. Ah, ich hab's doch noch geschenkt bekommen. Glück gehabt. Das war dann deine rote, du Idiot. Deine blaue. Ja. Unverschiebung! Wahrscheinlich Schiebung, gell? Das war nur gut geschossen. Ich finde es aber ehrlich gesagt auch. Ach, fuck. Ja, das war der Sieg. Das war's für mich. Habe ich das wahrscheinlich zu gut gelegt, die blaue. Ja, ich bin gerade noch. Hab gerade nochmal was abbekommen. Das war's. Wurde ich nicht mehr in der Zeit ein, von Abstand her. Was soll ich mit der roten auf dem ersten weg mit dem Scheiß? Na, sei denn, du fährst Ferrari, ne? Ich glaube nicht, dass mich bei euch jemand einholt von dem Bots. Ne, ich meine nur, rote als Ferrari ist ja immer noch Na gut, das stimmt auch wieder. akzeptabel. Aber ich habe ja Windschatten, deswegen brauche ich das nicht. Man muss auch echt sagen, der Windschatten hat mir den ganzen Tag immer gute Dienste geleistet. Ja. Da hat mich auch manchmal knapp vor dich gesetzt. Okay, und damit bin ich durch. Ja, wir kennen uns halt so gut. Wir brauchen echt was Neues, damit wieder Spannung reinkommt. Ja, Malkultur, wie man sagt, da kennen wir unsere Fahrweise noch nicht. Ja, genau das. Aber ich frage mich echt, wann der Multiplayer kommen soll. Also mal ganz ehrlich. Ich glaube, da können wir im nächsten Mal drüber quatschen. So, letztes Rennen und damit führen wir dann die Diskussion mal eben fort. Nicht fort. Ja. Bin mal gespannt. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die bis nächstes Jahr damit warten. Nebenbei warte ich ja sowieso noch darauf, dass die es dann, ich sag mal, endlich auch auf den Emulator freigeben. Also ich denke mal, bis nächstes Jahr warten sie nicht. Ich denke, das kommt schon noch dieses Jahr. Mit dem Multiplayer oder was mit den Emulatoren? Den Multiplayer. Ja, dann müsste das noch nebenbei für die Emulatoren und dann wäre alles perfekt. Haben sich meine Gelben gerade selbst blockiert? Und ich fahre auch noch. Eigentlich nicht. Nee, aber ich denke mal, den Multiplayer bringen sie auf jeden Fall dieses Jahr noch raus. Ich denke mal, die wollen jetzt erstmal die ganzen Fixes. Die Bugs fixen, die sie da alle feststellen und sowas.
dass sie das erst noch machen. Und danach, ja, vor allen Dingen das Balancing. Ja. Du kannst nicht das, was sie in den Singleplayer da reingehauen haben, kannst du nicht in den Multiplayer reinhauen. Das wäre Pay to Win. Genau. Nee, die fixen das jetzt erstmal und dann machen sie wahrscheinlich erstmal Multiplayer dann frei. So kann ich mir das vorstellen. Also es wird, denke ich mal, noch entweder ja, Anfang November oder Ende November, Anfang Dezember werden mit dem Multiplayer. Spätestens. Also ich denke mal schon, dass es dieses Jahr noch kommt. Also wenn es dieses Jahr noch kommt, gehe ich mal safe davon aus, dass es zum Weihnachtsgeschäft rumkommt. Es ist natürlich die Frage, wie lange sie brauchen dafür jetzt noch, um die ja. Um das alles zu fixen. Also eine Aussage, die ich gelesen habe, ich weiß nicht, ob sie wahr ist, das war dann von so einem Gaming Magazine, da stand drin, dass wohl die Entwickler gesagt haben, die wollten auch den ersten Ansturm abwarten, weil sie wollten einen laufenden Multiplayer präsentieren und nicht einen, der erst gefixt werden muss und dann wochenlang die Server also nicht funktionieren, weil einfach ein zu großer Andrang da ist. Ne? Also ich denke mal, es war schon clever, ja, das kann nicht, auf jeden Fall auch sein. Es war auf jeden Fall schon clever, den nicht direkt rauszuhauen. Ja, ach, also dann nimmt diese Scheißrote eine Abkürzung, fährt die übers Kiesbett, du Cheater! Scheiß Drecksding, geschummelt ist das doch! Also, ich würde das auch so unterschreiben. Ich hätte es nicht direkt zu Anfang an gemacht, weil wer weiß, wie viele nach all der Bettelei wegen neuen Sachen, wie groß der Andrang dann ist, ne? Und ob es überhaupt ein gutes Mario Kart wird. Es stand ja komplett in der Schwebe, wie das jetzt ankommt, weil es war, ich sag mal, so ein 50-50-Ding, ne? Ja. Und am Ende war es halt dann, ich sag mal, ein mega Erfolg. Nachdem ja, die ersten gesehen auch, hatten, dass es gut war. Selber gemerkt. Als es rauskam, ich hatte mir das, glaube ich, frühest gedownloadet gehabt, dann wollte rein, wegen Wartungsarbeiten bis, keine Ahnung, wann bin ich, glaube ich, das erste Mal eingeloggt worden. Ich glaube, halb zwölf oder so, oder halb elf wurde ich eingeloggt. Und das hat glaube ich schon mit drauf angedeutet, dass das wahrscheinlich riesen Ansturm darauf mit war. Ja, die Server waren auch eine Zeit lang down. Dass sie darauf nicht vorbereitet waren. Aber stell dir mal vor, der Multiplayer wäre jetzt schon frei und das würde jetzt immer noch so laufen. Das Game würde jetzt keiner mehr zocken. Safe. Was ich aber auch geil fand, war, dass sie mit einem neuen Cup komplett neue Strecken und so mit reingebracht haben. Ne? Und nicht komplett nur dieselben. Auch wenn es jetzt nicht so viele neue Strecken waren. Ich glaube, waren jetzt 4 oder 5 neue Strecken nur? Das will ich jetzt nicht. Ich habe jetzt auch ehrlich gesagt nicht nachgezählt. Ich weiß nur, die X-Strecken alle da drinne. Die wurden ja durch die ganzen Meilen mit verändert. Ja. Ja, dann, aber ich sag mal zum Beispiel Schokoinsel, dann kam ja Tokio mit dabei. Weißt du? Das meine ich. Nicht die X- oder Rückwärtsstrecken, aber an sich dann halt Tokio und so, ne? Das waren glaube ich insgesamt nur. Das waren glaube ich jetzt so insgesamt nur 5. Ach komm, willst du nicht doch flachsen, meine eigene gelbe. Ich muss ehrlich sagen, ich finde das mit den X- und Rückwärtsstrecken ein bisschen seltsam. Also das gefällt mir nicht so wirklich. Die Rückwärtsstrecken sind für mich weniger das Problem. Aber dann nochmal X-Strecken, weißt du, wo du einfach nur reines Gejumpe hast, ne? Ja, und du gewinnst wieder kein. Oder X mit Rückwärts, damit kann ich überhaupt nichts anfangen.
Ja, weißt du, das ist. Ich kann verstehen, warum sie es machen, aber ich finde es auch nicht unbedingt gut. Ne? Aber ich bin mal gespannt, wie es dann aussieht, wenn dann jetzt der Multiplayer reinkommt. Ihr könnt uns ja mal eure Meinung in die Kommentare schreiben und uns auch mitteilen, wie ihr Bock auf Mario Kart Tour habt. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ich bin raus.